Die wirtschaftliche Lage hat sich im Vergleich zu den letzten Monaten tatsächlich sehr stark gebessert. Das sehen wir auch jede Woche am Arbeitsmarkt. Ich darf Ihnen die aktuellen Zahlen präsentieren. Wir haben im Vergleich zum Stichtag in der Vorwoche einen Rückgang von über 5.000 Menschen, die weniger arbeitslos sind als noch vor einer Woche. Im Moment sind das 272.500 Personen, die arbeitslos gemeldet sind. Wenn man das vergleicht mit dem Vorjahr, dann sind es um 82.700 arbeitslose Menschen weniger. Wenn man es vergleicht mit dem Jahr 2019, dem gleichen Zeitpunkt im Jahr 2019, dann sind es noch um 2.500 Personen mehr, die arbeitslos gemeldet sind als damals. Wir nähern uns also immer weiter dem Vorkrisenniveau an. Glücklicherweise, wenn man vergleicht, wie schwierig die Lage im Winter teilweise war, das vergisst man sehr rasch, dann ist das doch eine sehr, sehr deutliche Entlastung und eine sehr, sehr viel bessere Situation, was die Arbeitslosigkeit in Österreich betrifft. Wir haben im Moment 63.500 Personen in Schulungen. Das sind etwas mehr als noch vor einer Woche, ungefähr um 2.500 Personen mehr. Das ist aber ein typischer Effekt im September, wo natürlich wieder Ausbildungsprogramme nach der Sommerpause beginnen. Nur als Vergleich, im Jahr 2019 stieg die Anzahl der Personen in Schulungen von Ende August bis Ende September um 11.000, also ein völlig normaler Effekt. Wichtig ist ja auch jetzt die Zeit zu nutzen, um Menschen, die schlechte Qualifikationen mitbringen, am Arbeitsmarkt so gut es geht zu qualifizieren. Und das tun wir weiterhin, trotz dem Fokus auf Vermittlung. Kurzarbeit habe ich Ihnen auch mitgebracht. Die aktuellen Zahlen, die sind leicht gestiegen im Vergleich zur Vorwoche. 58.000 Menschen sind für Kurzarbeit seit Juli 2021 vorangemeldet. Das ist die Voranmeldung, wie immer, Sie sehen ja auch die zwei Balken in Blau und in Rot. Bei den Abrechnungen ist die Zahl meistens substanziell geringer. Wir erwarten also nicht, dass alle 58.000 Personen abgerechnet werden. Das konzentriert sich vor allem natürlich auf die Branchen, die immer noch durch die Pandemie eingeschränkt sind. Und zum Teil jetzt auch in der zweiten Variante der Kurzarbeit Unternehmen, die kurzfristig durch Lieferengpässe Arbeitszeiten einschränken müssen. Wir haben aufgrund der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt natürlich wieder die Vermittlung verstärkt. Und ich werde Ihnen auch gleich einige Zahlen zu Vermittlungsbemühungen und Verbindlichkeit am Arbeitsmarkt präsentieren. Gleichzeitig bereiten wir uns natürlich auch auf den Herbst vor und den Anstieg der Infektionszahlen, die wir gesehen haben. Eine wichtige Maßnahme, die ich noch einmal herausheben möchte, ist der Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit, insbesondere weil es da auch einige Missverständnisse gegeben hat. Es wird ab 1.10. wieder Sonderbetreuungszeit geben, bis zu 3 Wochen, unabhängig von der bisherigen Inanspruchnahme, das ist wichtig. Wichtig ist mir aber auch zu betonen, dass bis dahin Ansprüche auf Freistellung bei Entgeltfortzahlung aus bestehenden Gesetzen existieren. Das heißt, wenn Eltern jetzt das Pech haben, dass ihre Kinder in Quarantäne müssen aufgrund einer Erkrankung in der Schule, dann gibt es Ansprüche auf Freistellung mit Entgeltfortzahlung aus dem Angestelltengesetz und aus dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, je nach Status des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin, auf bis zu 2 Wochen Freistellung. Und es gibt auch einen zusätzlichen Anspruch aus dem Urlaubsgesetz, wo es 1 Woche Pflegefreistellung gibt. Also es gibt bis zum Inkrafttreten der Regelung genug Möglichkeiten, Freistellungen unter Entgeltfortzahlung zu nutzen. Die Sonderbetreuungszeit macht das danach etwas einfacher und garantiert auch, dass die Fortzahlung nicht durch den Arbeitgeber, sondern durch die öffentliche Hand getragen wird. Ansonsten gibt es für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin wenig Unterschiede. Ich glaube, das ist wichtig, das nochmal klarzustellen, weil ich auch öfters gelesen habe die letzten Tage, dass das nicht richtig angekommen ist und dass die Eltern sich gefürchtet haben, sie müssten Urlaub nehmen für die Betreuung. Diese Ansprüche gelten übrigens auch für den unangenehmen Fall, dass es sogar 2 oder mehrere Fälle gibt. Also die Ansprüche starten mit jedem Quarantänefall neu. Zur Bilanz, zur Vermittlung und Verbindlichkeit. Wir haben aufgrund der Rekordzahl an offenen Stellen
eine sehr positive Vermittlungsbilanz im Laufe des Sommers gehabt. Allein im August gab es 363.000 Vermittlungen. Das sind um 23% mehr Vermittlungen am Arbeitsmarkt als noch 2019. Das ist der Vergleichszeitraum hier. Also es gibt jetzt wieder eine hohe Dynamik am Arbeitsmarkt. Natürlich nutzen wir diese Dynamik auch, um die Verbindlichkeit auch stärker herzustellen. Wir haben ja gesagt im Juli, dass wir wieder die Ausnahmen, die es gab von dieser Verbindlichkeit bei AMS-Sanktionen während der Corona-Krise, die ich für sehr gut empfinde, zurücknehmen. Und damit hat sich auch alles das, was mit Sanktionen zusammenhängt, stark normalisiert. Wir haben im August zum Beispiel ungefähr gleich viele Sanktionen beim AMS gehabt wie im August 2019. Das sind ungefähr 12.000 Fälle. Wenn man das umrechnet auf die 363.000 Vermittlungen, sind das wenige. Aber ich glaube, aufgrund von Fairness-Überlegungen ist es wichtig, dass es eine Verbindlichkeit gibt. Und wenn Menschen, die arbeitslos sind, Termine versäumen, von Schulungen fernbleiben oder eben zumutbare Jobs nicht annehmen, dann muss es, glaube ich, im Interesse aller auch diese Verbindlichkeit geben. Insgesamt ist die Lage am Arbeitsmarkt aus meiner Sicht weiterhin erfreulich. Es wird an uns allen liegen, mit der Impfung und mit vorsichtigem Verhalten die Pandemie so im Griff zu haben, dass im Herbst am Arbeitsmarkt die Lage weiterhin positiv bleibt. Vielen Dank.